Es ist jetzt heute schon das fünfte Mal, dass es hagelt. Vielleicht sieht man es, vielleicht auch nicht. So, der nächste Morgen hier auf Stewart Island. Vielleicht hört man's. Es hagelt. Mann, Mann, Mann. Ich brauche mir jetzt hier gleich ein bisschen Wasser ab. Hier hinten. Ja, und schaut euch das an, ey. Geht ganz schön ab hier. Also gibt mal wieder Haferbrei zum Frühstück. Gut und günstig, würde ich mal behaupten. Sehe ich nicht einfach geil aus? Ha? Richtig geil, und der Benny auch. Wir sind hier die Trendsetter, was Mode angeht, und es hat hier richtig krass geschifft. Also wir laufen jetzt schon eine Stunde und jetzt geht's nochmal 5 Stunden weiter zum nächsten Campingplatz. Oder zur nächsten Hütte. Wir sind jetzt so richtig im Regenwald angekommen. Ja, und es ist echt regnerisch ein wenig, aber es geht. Und sowas wie hier habe ich bis jetzt eigentlich noch nie so gesehen. Das mal alles hier anschaut. Ganz viele verschiedene Pflanzen, alles grün. Sieht schon echt cool aus. Es ist jetzt heute schon das fünfte Mal, dass es hagelt. Vielleicht sieht man es, vielleicht auch nicht. Ja, und wir laufen schon wieder seit 1,5 Stunden einen scheiß Berg hoch. Langsam echt keinen Bock mehr. Oh, ich glaube, wir müssen uns irgendwo unterstellen. Ja. Die Dinger sind auch verdammt rutschig, wenn man da drauf läuft. Besonders bergab. Also, wir sind nass bis auf die Knochen, haben jetzt erst die Hälfte geschafft, haben 2,5 Stunden gebraucht, ne, 1,5 Stunden, sind also schneller als die Angabe, wenigstens das, aber es schifft und Spaß macht es nicht so richtig. Also der Weg ist echt schlammig, extrem schlammig. Man steht manchmal knöcheltief im Schlamm, richtig lecker. Also ich würde euch ja echt gerne mehr zeigen von unserem Wanderweg, von unserer Wanderung. Aber wir laufen jetzt halt hier einfach schon 10 Kilometer durch die Pampa und es sieht alles exakt gleich aus. So was Langweiliges bin ich noch nie gelaufen. Alles GG, genau gleich. Also, wir sind in der Hütte angekommen. Das ist eine Riesenhütte, riesig und lässig. Den ganzen Ofen, da machen wir jetzt nachher erstmal Feuer. Meine Füße sind am Arsch. Dicke Blasen an beiden Füßen. Zum Glück noch Blasenflasche dabei. Jo. Morgen nochmal die gleiche Tortur. Die Hütte zeige ich euch dann gleich komplett.
Also das Feuer brennt, wird auch schön warm schon hier und hier trocknen wir gerade unsere ganzen Sachen. Schlafsäcke, pipapo, die sind nämlich nass geworden. Gestern Nacht in unserem mega geilen Zelt, ganz vergessen zu erzählen. Das ist nämlich $35 hat es gekostet, waterproof stand drauf, ist es nicht. So eine Lache Wasser im Zelt gehabt. Ja, und dann chillen wir, machen jetzt gleich ein bisschen was zu essen. Pasta mit Tomatensauce. Ja, und dann dürfte es das für heute eigentlich, glaube ich, auch schon gewesen sein. Ich zeige euch mal noch kurz die Betten. So sieht es hier aus. Und da nebenan ist nochmal ein Raum. Und der Benny, der putzt hier draußen seine Schuhe. Macht zwar keinen Sinn, weil die morgen wieder genau gleich aussehen werden. Aber sehen wir dann,